Hallöchen und willkommen zurück bei Coral Island. Hoffentlich heute mal ein bisschen ruhiger, ohne viel. Oh, es regnet. Ohne viel Gedongel, Geklingel etc. Ich schicke dir etwas zu essen. Ich weiß zwar nicht, was du magst, aber ich hoffe, das reicht. Gruß, Juri. Ah ja, wir sind ja jetzt in einer Beziehung mit ihr, ne? Stimmt es? I. Mal schauen. Können. Ja, wir können erstmal unser Können verbessern. Doppelte Edelsteine, 15. Doppeltes Erz. Ich glaube, doppeltes Erz ist gerade besser. So, Quest. So, Personen. Wir gucken jetzt mal bei der Juri. Oh, wir haben zwei. Ledig. Sie hat damit ja verbracht. Hast, mag nicht, Schmetterlinge mag. Wasabi. Finden. Die ist noch da. Okay. Die ist noch da. Da. Salat, den kann man immer mitnehmen, ne? Okay, wilde Samen. Wilder Samen. Da kann man jetzt hier nicht hinpacken. Hier kann man den hinpacken. Ach so, warte mal. Das bringt ja sonst alles nichts. So, zack. So, wilder Samen dahin. Ah, mein Hühnerstall ist fertig. Jetzt brauchen wir irgendwo noch Hühner. Wo kriegen wir denn jetzt Hühner her? Interagieren. Tiere bearbeiten. Okay. Farm. Aha, Farm. Farm. Interagieren. Okay, könnte ich da auch hin tun? Ja, okay. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir Hühner herkriegen. Moment, da ist er was wieder. Jetzt mit dem Wasabi. Kann ich dann zu ihr ins Haus dann gehen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Huh. Uiuiui, Hund bellt. Im Sommer ist es manchmal ziemlich stickig. Zum Glück wohne ich im Garten. Im Garten ist grün und übrig. Ach, Hund, hör dir auf. Ach, Hund, hör doch auf. So, wo ist die Juri denn jetzt? Die ist noch. Warum ist die hier noch da? Warte mal, da ist wieder was. Ernten. So, wir stöbern. Ist mir auch noch ein Lüfter jetzt kaputt gegangen, ey. Das ist echt ein bisschen, naja. So. Interagieren. Sardine. Jo. Fisch. Jo. Der Fisch. Jo. Damit haben wir dann alles, ne? Was haben wir denn jetzt? Er will mit uns sprechen, wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Vielleicht so. Junjo, komm und sieh dir das an. Siehst du das? Das ist ein Plan für ein größeres Museum. Das Museum ist im Moment. Es reicht, aber du kannst dir etwas Größeres vorstellen, etwas Extravagantes? Stell dir das vor, Johnny Doe.
Ein Bereich ist dem Wasserleben der Insel gewidmet. Dann gibt es noch einen Bereich, in dem man alle Fossilien ansehen kann, die wir ausgegraben haben. Ups. Oh, wir könnten auch eine größere, bessere Abteilung für die antiken Artefakte gebrauchen. Klingt das nicht aufregend? Das klingt wirklich cool. Nicht wahr? Es gibt allerdings ein großes Problem. Die Stadt hat einfach nicht das Budget, um das Museum zu bauen. Zumindest noch nicht. Also, was, wenn wir das Geld für den Bau aufbringen? Damit meine ich, dass ich eine Pick-Starter-Kampagne starten werde. Ich dachte, das heißt Kickstarter. Weißt du, was eine Pick-Starter ist? Keine Ahnung, kannst du mir das erklären? Pickstarter ist eine Crowdfunding-Plattform. Wir stellen unser Projekt online und dann können die Leute helfen, es zu finanzieren. Im Gegenzug gehört ihnen ein Teil des Projektes quasi als Zeichen der Anerkennung. Tolle Idee, oder? Wie auch immer. Ich bin fast bereit, die Kampagne zu starten, aber es gibt noch ein paar Dinge, bei denen ich Hilfe brauche. Nach meiner Recherche sind die erfolgreichen Kampagnen diejenigen, bei denen bereits etwas Bedeutendes vorzuweisen ist, etwa in der Unterstützung der Gewissheit. Dass es in diese seriösen Projekte investieren. Wenn ich in der Kampagne jetzt nur das leere Museum zeige, werden die Leute denken, dass das Projekt Betrug ist oder so. Dass du gerne hart arbeitest und so, das ist dein Part. Wir sind hier sehr zufrieden mit dem, was wir bisher im Museum geliefert hast. Wirklich erstaunliche Exponate, aber es sind nicht genug. Ich habe Mercy gestern gebeten, Fotos von unserem Museum zu machen und es sah einfach leer aus. Niemand wird uns helfen, wenn wir nur ein leeres Museum vorzuweisen haben. Aber wenn du mehr Objekte spenden würdest, verstehst du, worauf ich denn hinaus will? Ja, klar, aber wo soll ich denn herkriegen? Ganz genau, das Museum sieht da nicht mehr so leer aus und wir können mehr Leute überzeugen, um die Finanzierung des Projekts zu helfen. Ja, das denke ich mir auch immer. Das ist meistens so, wenn ich immer leeres Portemonnaie gucke. Wenn du bei der Hilfe bist, zusammen werden die Materialien-Kampagnenseite vorbereitet. Wir diesen Plan einscannen und dann Milli bitten, etwas Tolles für die Kampagne zu verfassen. Oh, vielleicht sollte ich Lilly bitten, um eine Website zu erstellen. Sieh dir es an, es wird langsam. Und jetzt los, Johnny Doe, besorge mehr Objekte, damit wir unsere Pick-Starter-Kampagne starten können. Jawohl. Spende an das Museum Gegenstände, okay. Ich kann auch Müll spenden, wenn da Interesse dran liegt. Also, weiß ich ja nicht. So, wo ist denn meine hübsche... die ist ja immer noch zu Hause. Mhm. Quasi hier. Moment. Brauchen wir eben hier Müll? Ah, toll. Marienkäfer. Vermutlich der bekannteste. Ja. Schatzi. Ich bin bei dir. Wo ist er? Ich kann das nicht essen, Johnny Doe. So verschwenderisch, das hätte längst wachsen müssen. Mist. Ich dachte, die mag das. Dann halt quatschen. Ich glaube, der Regen ändert genau gar nichts. Aber es entschleunigt das Leben ein bisschen. Okay. Aber für die Farmer wie die, für dich muss es ja Vorteil sein. Ein bisschen. Du musst deine Pflanzen heute nicht bewässern, oder? Nö, muss ich nicht. In dieser Jahreszeit gibt es am Strand so viele Kokosnüsse. Aha, super Hinweis. So, haben wir uns das jetzt mit der irgendwie ein bisschen verscherzt oder so? Museumserweiterung. Haben wir uns das jetzt ein bisschen mit der verscherzt, oder? Ja, haben wir. Man hasst. Oh, die hasst sogar dieses. Wir müssen mehr Wasabi finden. Wasabi mag die. Also, jetzt habe ich direkt die Beziehung kaputt gemacht, oder was?
Wäre natürlich nicht so von Vorteil. Na, Hilfe. Hallo? Da, so. Okay, da bringt gar nichts. Ist auch nichts. Ja, da macht er direkt mal die Beziehung hier direkt wieder kaputt. Der alte Kaputtmacher. Wenn ich ja die das nicht mag, ey. Ich wusste ja nicht, dass sie so extravagant ist. Dabei ist Wasabi voll cool. Wo kriege ich denn jetzt Hühner her? Die haben auch einen Hühnerstall. Wo sind denn deren Hühner jetzt? Gehen jetzt einfach mal rein hier. Dann gucken wir mal, ob wir Hühner kriegen oder so. Ja, natürlich habe ich die gefüttert. Geschäft? Okay, ne, das nicht. Tier. Ah, ein Küken. Wird auch Küken genannt, lebt im Hühnerstall, kann noch keine Eier legen. Gebäude auswählen. Achso, Enter. Okay. Ich hätte ihm auch einen Namen geben können, ja, okay. Kann ich denn, was kann ich denn noch für Tiere kaufen? Eine Kuh. Da habe ich nichts, ne? Ein Pferd kann ich auch noch haben. Okay. Gucken, ob ich hier noch irgendwo auf der Insel Wasabi finde. Nicht noch. Okay. Da durfte ich nicht rein. Da durfte ich aber noch nicht rein. Okay. Ja, ich hänge hier überall fest. So zum Mäusemelken. So finde ich ihn ja kein Wasabi, Mann. Wasabi! Wasabi! Wächst jetzt hier kein Wasabi oder was? Das wäre ja echt schlecht. Wäre ja echt ein bisschen traurig auch. Tut uns leid, heute geschlossen. Ja, war da klar. Wieso ist denn das hier zu? Ich will hier rein. Mann.
Ich will hier rein. Sei kein Schwein. Lock mich rein. Inventar ist voll. Na toll. Toll. Dann bringt es mir eh nichts. Dann soll ich eh besser zu farmen. Mist. Hops, Mist. So, lass mich gucken. Nee, Quatsch, das Ahornzeug nicht. Das auch nicht. Den Käfer, den könnte man natürlich wieder spenden. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ahornsamen. Ah, habe ich die alle ausgegeben, oder was? Wo sind meine Ahornsamen hin? Wer weiß. Wer weiß, wo die gelandet sind. So, wir müssen mal eben die Tiere füttern, glaube ich. Hallo, Tierchen. Quack, quack. Ach, die kann man auch streicheln. Oh, wie lieb. Oh, wie lieb. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich ein bisschen vorweg interagieren. Wie kann ich denn jetzt interagieren? Hä? Hätte vielleicht noch. Hä? Not follow held. Das ist doch Heu. Wieso kann ich denn das da jetzt nicht reintun? Huhn ist heute. Das ist aber eine Kuh. Warum kann ich da... Interagieren, aber ich kann da nichts interagieren. Das ist ja doof. Ich möchte den ja... Ja, ich würde ja da Futter reintun, aber 0 von 0. Vielleicht darf ich heute noch nichts reintun. Ich weiß es nicht. Ich quäse da auch nicht. So. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier erstmal hier. Hoppla. Hier. Erstmal das weg. Inventar ist wohl, ja, ist, sag mir mal was Neues. Außer ich mehr Taschen brauche. Zwar dringend. So, da habe ich auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Lass mal einmal gucken, da ich sie jetzt verärgert habe. Mal Kirschen. Kirschen habe ich jetzt aktuell nicht. Leider. Ich weiß auch nicht, wo ich Bäume herkriegen soll jetzt aktuell gerade. Also Obst, ne? Weiß ich einfach nicht. So.
So, ja, Inventar ist voll. So, ja, Holz. Hauen wir uns jetzt hier durch die Gegend und dann ist das, wird das auch ein bisschen besser hier vielleicht. Eine herzhafte Muschel. Komm, dann essen wir uns mal eine herzhafte Muschel. Kann man die nicht essen? Kann man. Ne, schau mal nicht. Die kann man schon mal nicht essen. Die kann man schon mal nicht essen. Holz weg. Soße weg. Stein weg. Das weg. So, wir sollten ganz dringend gleich. Ja, genau. Ein Tannenzapfen, ein Kieferzapfen. Kieferzapfen. Was haben wir denn noch? Ach, wir haben noch hier Gras. So. Ganz schnell ins Bett. Das fände ich ganz nett. So. Ja, geh schlafen. Schon viel zu spät. Hey! Hochgestuft. Wir haben nichts verdient. Ja, okay. Gute Nacht.